Geht los? Geht los. Willkommen, Leutz. Leutz ist jetzt mein neues Wort. Und bitte nicht. Willkommen zu Video Nummer 2 ist es schon von Road to Iron Drift King. Ja, heute geht's ums Heck. Das haben wir ja schon fast fertig gebaut. Das ist der Heckklappe hier. Die nehme ich jetzt runter. Tada! Wie ihr seht, fahren wir einen Kühler im Heck. Was jetzt noch fehlt zum Heck, ist der Tank, da kommt dann noch hier vorne vor die Spritzwand und die Batterie noch daneben, denke ich mal. Werden wir dann sehen, wie groß alles ist und vom Platz her. Das machen wir. Erstens Gewichtsverteilung, der Motor und das Getriebe werden halt schon kräftig schwer. Und um das alles ein bisschen besser zu verteilen, dann alles noch ins Heck. Die Batterie auch, um es halt einfach einfacher zu halten. Weil wenn man die Batterie, die ist auch oft im Innenraum, aber da muss man dann auch die komplett abschotten und deswegen denke ich, machen wir die einfach hier hinten hin. Das wird dann einfacher, leichter und einfacher. Dann seht ihr hier noch den Rahmen außenrum mit Wagenheberpunkt. Ist dann einfacher. Kannst mit dem Wagenheber hinten drunter, musst nicht unter das Differential oder noch schlimmer unter die Schweller. Gehst einfach hinten an, pumpst hoch, wechselst Räder, machst was du willst. Ist einfacher, wie gesagt. Der ist auch übrigens geschraubt. Das ist laut Reglement, wenn der Tank nicht dazwischen sitzt, kann der geschraubt sein, muss nicht verschweißt sein. Macht es dann wiederum einfacher, wenn mal ein größerer Schaden am Heck ist oder was weiß ich, dann baut man den neu, schraubst ihn ran, fertig. Und muss nicht erst wegflexen und wahrscheinlich, wenn es dann noch geschweißt ist, ist dann noch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dir das komplette Heck, also die Rahmenstruktur im Auto dann noch quer drückt. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen allgemein keine Unfälle bauen, hoffe ich. Dann seht ihr hier noch die Aufnahmen zur Crashbar und die Crashbar. Hier hinten, links und rechts, die zwei Rahmen. Ist auch einfach gehalten. Wir waren uns jetzt unsicher mit dem Reglement. Da stehen eigentlich Stoßstangenverstärkungsstreben. Die müssen 25 mm sein. Aber das sind ja eigentlich keine Verstärkungsstreben, das sind Crashbars. Also wusste man jetzt nicht, ob man die aus Käfigrohr bauen könnte oder nicht. Ist auch egal. Vielleicht ist es mit dem dünnen Rohr auch besser. Das nimmt die Energie vielleicht für leichte Aufprälle erstmal einfacher auf. Dann drückt es dann auch den Rahmen hier nicht gleich krumm. Relativ einfach gehalten, einfach zwei Bögen. Kann man relativ schnell wieder neu bauen, falls noch was ist. Dann seht ihr hier die Stangen, die bis jetzt noch vielleicht ein bisschen komisch aussehen, die vier. Da kommen dann solche Pins drauf. Einfach die, also Kofferraumhalter wären das. Daran habe ich jetzt, wir auch jetzt sieht man das ja, das haben wir ja im ersten Video nicht. Das komplette GFK-Heck, das ist komplett aus GFK, wie ihr seht. Geht auch bis vorne in die Tür rein, komplett. Komplett, also Seitenwand komplett, komplett rausgeschnitten, komplett. Ja, ist komplett GFK, oder? Komplett GFK, ja. Ist vielleicht aus GFK, ist zwar jetzt besser als Blech, aber aus Carbon Kevlar wäre es jetzt noch besser, weil es dann halt nicht gleich zerbricht und kacke wird. Also alles rausgeflext. Bis zur Spritzwand hier hinten. Nicht, dass er jetzt denkt, hier Reglement, da hat zu viel rausgeschnitten. Nee, eigentlich nicht. Das ist original genauso, nur dass der Radlauf einfach nur bis zur Seitenwand geht. Also hier ist auch nichts drin. Weil ich denke einfach wegen Platz für das Cabrio. Also ein Cabrio und die ganzen Rahmen und die ganzen Motoren, die sind dann hier drin. Deswegen hat das Mercedes vielleicht auch relativ einfach gehalten, was es mir dann wiederum einfacher macht. Genau, dann habe ich nochmal zurück zu den Rohren hier, die dann die Pins halten für die Heckklappe. Da habe ich überall Halter rangeschweißt. Der hier ist eigentlich ganz cool geworden, würde ich sagen. Der hält die Seitenwand hier oben nochmal, drüben auch. Eigentlich schön parallel gebaut alles. Mit Kabelbinder? Ja, ist einfacher. Okay. Weil die fahren ja dann Ferrovelis als erstes Rennen, das ist ja vielleicht schon relativ krass. Und viele Wände. Und wenn du hier mal einen Treffer drauf kriegst und das wären jetzt Schrauben, dann brechen oder
Also einfach dafür, dass quasi, wenn mal irgendwie ein Aufprall geschehen wird. Ja, wenn mal was ist, macht es einfach einfacher. Mit den Schrauben, da reißen dann die Schrauben wieder aus dem GFK raus, dann ist das wieder alles Matsch. So macht es einfach nur die Kabelbinder kaputt, ziehst einen neuen rein und bist fertig. Ja, das war jetzt meine Interpretation von einem leicht zu handhabenden Heck. Ja, und dann haben wir hier hinten an den Stangen noch die auch nochmal einen Halter für hier das Heck. Ist vielleicht jetzt nicht so das Geilste, weil wenn du hier ein bisschen doller einhakst, drückst du es halt auch gleich krumm. Aber für ein bisschen weniger doll ist es wiederum gut, weil auch einfach nur Kabelbinder und bist schnell fertig. Rückleuchten sind wieder die Originalen. Eigentlich muss ich fast sagen, die geilsten von Mercedes. Ich finde die schön, einfach nur schön. Ja, sind wir die Originalen, müssen wir vielleicht auch mal noch aus GFK-Karte irgendwas machen, weil die auch sind halt gleich an der Ecke. Die werden auch schnell kaputt gehen, denke ich mal. Stoßstange auch mit zwei Kabelbindern vorne einfach fest. Ja, jetzt wurde ich mit dem Video ein bisschen überrascht, dass wir das so machen. Und ich habe vorher schon mal gefilmt, wie ich die Kühlerhalter gebaut habe. Und noch mehr, dann habe ich noch ein Getriebe geholt. Aber das wird mein Vergangenheits-Ich euch gleich erzählen, an den ich das jetzt, an, sagt man das? Ich gebe jetzt an mein Vergangenheits-Ich weiter. Hallo, wir werden heute mal in Kühler die Halter zu Ende bauen und ich denke im Innenraum mal noch Verstärkungen für den Fußboden zum Tunnel hin, dass das alles ein bisschen stabiler wird. Dann nehme ich euch mal an die Brust heute und seht es dann von dort aus. Wird wohl doch anders, ich habe gesehen, wir haben nur einen Kopfhalter und zwar am Kühler hier. Ach, weiß wirklich nicht, wie die Kamera steht. Ich habe keine App dafür. So, Max hat mir schon mal zwei Gewindestückchen rangeschweißt, womit wir dann hier aus so Zentimeterrohr noch einen Halter bauen werden. Das werdet ihr gleich sehen. Unten haben wir zwei Stifte rangeschweißt, dass der Kühler einfach nur mit zwei Stiften in den zwei Blechen hier unten steht. Und ja, gleich mehr. So, hier haben wir das Rohr. Wir haben hier eigentlich so eine Biegemaschine, aber der Durchmesser ist ganz schön groß, deswegen nehme ich einfach nur die eine Seite von dem Biegeding, gut erklärt Tim, und versuche das jetzt mit der Hand da drüber zu biegen und ich hoffe, es knickt nicht. Es knickt. Cool. Dann machen wir das aber trotzdem so. Hier kommt der dann noch in die Mitte in Blech rein. Ja, dann knickt das da auch, wie man sieht. Aber das ist ja dann nicht schlimm. So, wie weit noch? Sehr weit. Und dann und dann und dann mache ich ab hier noch eine Biegung nach drüben. Schneiden mal noch so viel hier weg. Und jetzt machen wir hier noch ein Blech rein. Jetzt mache ich den zweiten noch mit euch. Und nun machen wir die Bleche hier rein. Der Kühler ist drin. Fest. Der macht nirgends mehr hin. Also heute neuer Tag, neues Glück. Nachdem hier die Kamera abgekackt ist, ich glaube, das hat man mitgekriegt. Ich hoffe, ich habe noch gesagt, dass wir die Streben im Fußraum doch nicht bauen, aus Gründen. Wir gehen heute mal Gas holen, super spannend. Und ein Getriebe habe ich gekauft, das holen wir auch mal bei Erfurt. Gas haben wir wieder da, Argon. Jetzt holen wir das Getriebe. Boah, guck mal da. Eine fette Karre, Alter. Nehme ich euch mal mit. Wenn ich wieder da bin, reden wir drüber, warum, welches Getriebe und ja. Ich bin wieder da. Mit sowas lernt man halt auch wieder Leute kennen. Waren genau solche Freaks wie wir. Nur dass die Offroad-Fahrzeuge bauen, also Jeeps. Krasse Scheiße. Zum Getriebe. Das ist es hier. Ist ein GS6 53 DZ HGD. Das ist wichtig. HGD. ZF-Getriebe.
Die sind aus dem E60 BMW, 530D sind die da meistens drin. Warum nehmen wir das? Also ich denke, wer sie nicht kennt, die sind eigentlich bekannt in der Szene. Die sind so gut wie unkaputtbar. Also für die Leistung, die wir hier fahren, der V12 wird nicht viel machen. Ich denke 500 ungefähr, ja PS nicht so wichtig wie Drehmoment. Aber Drehmoment auch nur 600 Newton, das sollte das locker abkönnen. Sind zwar in letzter Zeit ein bisschen seltener geworden und deswegen teurer, aber ist immer noch für mich, da ich jetzt nicht so das super Geld habe und auch nicht so viel krieg, die beste Variante. Das nächste wäre eine Dockbox oder ein sequenzielles Getriebe, aber die kosten halt einfach das 40-fache. Das hat jetzt 450 Euro gekostet, ich denke, das ist voll okay dafür. Eine Dockbox oder sequenziell, die fangen, denke ich, billig bei 5000 an. Ja, nee. Hab eine Adapterplatte von PMC, die haben sie mir angefertigt. Für ein V12 auf das Getriebe, aber haben dort nur eine Einscheibenkupplung. Ich hätte aber gerne eine 2- oder 3-Scheibenkupplung, weil ich bei meinem V8 sehe, dass eine Einscheiben zwar komfortabler zu fahren, aber das war's dann auch schon. So viel dazu. Zur Kupplung und dem ganzen Rest, Kardanwelle und alles, wird dann später nochmal ein Video kommen, sicher, wenn wir das einbauen. Ich denke, das wird's für das Video erstmal gewesen sein, denke ich. Bis zum nächsten Mal.